Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir sind hier wieder in Gangus, denn wir begeben uns heute mal nach Sadnor. Denn ich habe mittlerweile den Widerstandsrang etwas aufbessern können. Das geht ja hier dann relativ schnell im Vergleich zu der Südfront. Mittlerweile bin ich Widerstandsrang 19 und brauche zu Level 20 nur die 6 Millionen voll. Ja. Sind ein bisschen mehr als vorher, aber okay. Gut, ich bin auch momentan nur im ersten Gebiet gewesen. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Story weiter, denn dann kommen wir, glaube ich, ins zweite Gebiet. So, Entscheidungen, die du in diesem Auftrag triffst, wirken sich auf den späteren Verlauf der Geschichte aus. Der Auftrag kann nicht wiederholt werden, um alle Verläufe zu spielen. Deine Entscheidungen haben aber keinen Einfluss auf Vergütungen oder ähnliche Spielelemente. Okay. Gut, dafür bekommen wir 367.000 Frontwissen. Unfassbar. Geht los, Tiro. Wir haben einen geeigneten Ätherstrom gefunden. Jetzt muss nur noch die Leitstation installiert werden. Du meinst die adaptierten Frontleitplanken des Widerstands. Sie sind bereit zum Einsatz. Wir werden die Energie des Landes zwingen, unserem Willen zu gehorchen. Oh, es sind aber viele. Ja. Sobald sie installiert ist, leiten wir die Energie zu dem neuen Außenposten. Ich habe die Stelle, an der die Leitstation platziert werden muss, auf deiner Karte markiert. Bitte melde dich über diese Kontaktpelle, wenn du fertig bist. Dann erledigen wir von hier aus den Rest. Viel Erfolg da draußen, Theo. Gut, dann begeben wir uns mal nach dort oben, im Angesicht des Todes. Gut. So, mir ist auch beim Leveln aufgefallen, man hat ja hier die Standardgeschwindigkeit, ne? Also die langsamste von allen. Durch dieses total tolle Motorrad von Cloud hat man auch hier den Bonus, dass man automatisch die erste Geschwindigkeitsstufe hat. Also, man muss sich tatsächlich nicht die Reitwege hier kaufen, wenn man dieses Motorrad hat. Das ist mir leider viel zu spät aufgefallen. Aber für die, die es nicht wissen und vielleicht dieses Motorrad besitzen, die brauchen sich dann nicht die Reitwege zu kaufen. Außer man möchte mit irgendetwas anderem schnell, also genauso schnell durch die Gegend cruisen, dann lohnt sich das natürlich. Allerdings sind für mich die Bosa-Kristalle nicht ganz so einfach zu bekommen. So, irgendwo dort vorne. Alles im grünen Bereich, Theo. Ich starte jetzt den Energietransfer. Alles läuft nach Plan. Hat sich die Leitstation gut im Boden verankert? Ja, sie ist wortwörtlich im Boden. Dann sollte alles in Ordnung sein. Komm zurück ins Lager. Gut. Ach, okay, die Rückführung hat noch Cooldown. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Dann fahren wir mal zurück.
So, dann haben wir auch bald die zweite Zone frei. Da ist das Faden dann ein bisschen angenehmer, weil in Zone 1 ist wirklich mittlerweile schon tote Hose. Da geht gar nichts mehr. Allerdings muss ich sagen, die Fates sind zum Glück nicht ganz so schwer. Wobei es sind doch einige Leute da. Na gut. Na gut, man muss sagen, als ich das hier gefarmt habe, war es auch 3 Uhr morgens. Ist wahrscheinlich klar, dass dann um diese Uhrzeit nicht so viel los ist. Oh, ein kritisches Gefecht. Shem Hazai, der Verräter. Was greift mich denn? Was zur Hölle? Gut, das kritische Gefecht lasse ich jetzt erstmal. Wobei, mal ganz kurz gucken, wie viel nehmen wir teil? Oh, doch so viel. Ach, wisst ihr was? Ich möchte alles zeigen. Deswegen, ja. Machen wir erstmal das hier fertig. Gute Arbeit. Der Energietransfer ist eingeleitet. Es wird noch eine Weile dauern, bis sich genug ätherische Spannung aufgebaut hat. Wir beobachten den Vorgang von hier aus. Es könnte nämlich sein, dass noch einmal eine Feinjustierung erforderlich wird. Die Sensoren melden, dass sich bereits neue Ätherbäche in Richtung Außenposten bilden. Die Energiesignatur wird mit jedem Moment stärker. Noch ein bisschen, dann ist der Außenposten versorgt. Wir haben es geschafft. Mikoto, nein! Mikoto, hattest du wieder eine Vision? Du hast es doch auch gesehen, oder? Sag schon, was war los? Lass, Lila, es ist schon gut. Mir war nur etwas schwindelig. Ich ruh mich aus, dann geht es mir wieder besser. Aber Mikoto, auch wenn wir nicht ändern können, was du siehst, so lass mich dir doch helfen. Danke, Lila. Es ist wirklich lieb von dir. Aber es ist alles in Ordnung, ehrlich. Konzentriere dich einfach nur auf deine Arbeit. Gut, aber wenn du mal reden möchtest, ich bin immer für dich da. Versteh doch, selbst wenn wir es ihr oder irgendjemand anderen erzählen würden, sie könnten ja doch nichts daran ändern. Jeder muss Opfer bringen und ich habe mich mit meinem Schicksal bereits abgefunden. So ähnlich muss es meinen Brüdern in ihren letzten Augenblicken gegangen sein, unumstößlicher Mut im Angesicht des Todes. Sie war dazu fähig und du bist es auch, stimmt's? Na komm schon, Theo. Vielleicht ist mein Tod ja doch nicht so sicher, wie wir glauben. Die Zukunft ist schließlich immer für Überraschungen gut.
Gut, es hat begonnen, macht nichts. Ja gut, mal gucken, wie das weitergeht. Ist ja nicht so rosig. Vielen Dank für deine Hilfe mit dem Energietransfer. Sobald der Außenposten gesichert ist, können wir damit beginnen, die Barriere um ihn herum zu errichten. Falls du mir irgendwas erzählen möchtest, zum Beispiel über Mikoto oder so... Ach schon gut, sie meinte, es sei nichts. Also, zurück an die Arbeit. Da fällt mir ein, Basalien wollte mit dir sprechen. Wahrscheinlich eine seiner Lagebesprechungen. Okay, dann gehen wir zu dem. Danke, dass du gekommen bist. Ich wollte mit dir über Messia sprechen. Du kannst dich sicher erinnern, dass ich ihr den Prozess machen wollte, sobald die vierte Legion verjagt ist und Bosia wieder uns gehört. Aber nun mehren sich die Stimmen, dass sie kurzerhand exekutiert werden soll. Man will Exempel an ihr statuieren. Ich glaube, wir sollten uns eine ordentliche Gerichtsbarkeit zulegen, damit jeder eine faire Verhandlung bekommen kann. Oder man könnte sich ihre in einem Gefangenenaustausch entledigen. Ich kann nicht leugnen, dass ich den Blutdurst nachempfinden kann, aber Messia war Soldatin und handelte nach Befehl. Gabramf ist der eigentliche Schuldige. Ihn sollte diese Strafe treffen. So gerne würde ich diesen Miskel meine Finger bekommen und für seine Sünden bezahlen lassen. Und ich gehe jede Wette ein, er sagt das gleiche über mich. Aber Gabramf ist nicht hier und meine Leute wollen sehen, dass jemand für das Leid der vergangenen Monde bezahlt. Bitte sag mir, was du denkst. Für Messias Verbrechen gibt es nur eine Strafe, den Tod. Bestraft werden sollten die eigentlichen Schuldigen, Menenius und Gabramf. Diese Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Oh, das ist schwierig. Also im Prinzip ist das deren Angelegenheit und wir sollten uns da nicht einmischen. Aber theoretisch sind eigentlich Menenius und Gabramf die Schuldigen, weil sie ja da, also die Befehlshaber waren. Wobei sie... nee, diese Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Danke für deine Meinung. Ich werde darüber nachdenken. Okay. Gut, dann denk du mal drüber nach, dass wir uns dazu nichts äußern. Und wir gehen hier mal wieder zu Lydia. Warum so besorgt? Hatte Basarian schlechte Nachrichten? Ach, schon gut, ich weiß. Ich sollte mich auf meine Arbeit konzentrieren. So, wir bekommen Frontwissen, ein bisschen Gold. Und drei Frontsplitter, also neu, der Grausamkeit, der Brandung und der Dimensionen. Im nächsten Auftrag dieses Jahr kann bei Dimitar in der Fritris, in der Fried, oh Gott, in dieser Gemarkung angenommen werden, sobald 18 erreicht haben. Gut, wir sind Level 18, wundervoll. Jetzt gucken wir uns erstmal die Frontsplitter an. Die neuen. So, erstmal den einen hier, der bringt Phönixfee des Widerstands, Heiltrank des Widerstandes. Ja gut, die gucken wir uns mal eben. Ja, genau, zwei Heiltränke, zwei Phönixfedern. So, und jetzt die neuen. Der Frontsplitter bringt Stein der Rückführung. Okay. Dieser Stein bringt verschollene Steinrahaut, verschollener Knall. Steinrahaut. Oh, keinen Knall bekommen. Und dieser enthält Steinrahaut und verschollener Amok. Okay, da müssen wir uns mal angucken, was denn diese neuen Fähigkeiten bringen. So, wo haben wir es denn? Gut, Steinrahaut. Du errichtest eine Barriere um dich und umstehende Gruppenmitglieder, die 10% Schaden absorbieren. Das ist das alte Steinrahaut, das es für den Weißmagier damals gab.
Und hier haben wir verschollener Amok. Der ist für die ganzen Tanks. Barde, Ninja, Maschinist, Samurai und Tänzer zusätzlich. Physische Attacke auf alle umstehenden Gegner. 300. Zusatzeffekt unterbricht Kommandos der Ziele. Und wenn das Ziel unter physischer Schwachstelle leidet, erhöht sich der erlittene Schaden des Ziels um weitere 10%. Ah ja, okay. Gut, und ansonsten... Ah ja, genau. Du aktivierst die Rückführung. Bedingung nicht im Kampf. Gemeinsame Reaktivierungsteil mit allen anderen Waffenfertigkeiten und Magie. Okay. Das ist ja... praktisch. Meine Güte, was ist denn hier los? Was haben wir denn hier? Haschmalieben der Einiger. Da nehmen wir mal teil. Das ist nämlich ein interessantes, kritisches Gefecht. So, der Adler fliegt wieder. Ich grüße dich. Vielen Dank, dass du dich auch hier auf der Sattner Hochebene so um den Widerstand verdient machst. Der Außenposten ist eingerichtet und Salio 2 ist in Betrieb. Unsere Strategie sieht vor, die Front immer weiter nach vorne zu schieben und den Bereich zu vergrößern, indem wir vor Luftangriffen geschützt sind. Das wäre ohne deine Hilfe und die der Garnop-Metallwerke niemals möglich. Vielen Dank, ich werde dich zu dem neuen Außenposten führen. Folge mir von hier aus nach Westen, aber vergiss nicht, dich vorher mit dem Ätheriten der Weltrissgemarkung zu harmonisieren. Dann ist dir im Fall der Fälle eine schnelle Rückkehr sicher. Gut, das haben wir hier schon. So, dann gehen wir erstmal zum kritischen Gefecht. Suchen nach einer Gruppe. So. Haschmalim kennen wir ja. Noch aus dem Rabanastre Raid. So, da haben wir eine Gruppe. So, ich gebe mal jeden Prozess bei. Der hier hat schon das verstärkte Protoss. Aber ich glaube, der gibt es gerade nicht. Gut, dann. Einfach mal hier ein bisschen verteilen. Gut, wir nehmen noch ein Buff-Food zur Sicherheit. So, der hat im Prinzip ähnliche Fähigkeiten drauf wie im Raid, nur ein bisschen abgeändert. Was ja auch irgendwie logisch ist. So, alle haben Protoss. Wunderbar. So, wir haben zwei Tanks, zwei Heiler, vier DDs. Gut, dann geht's mal los. Multiturmkontrolle. Jetzt wird's interessant. So, die Türme kennen wir. Diesmal schneidet er aber seinen Doppelgänger. Und natürlich auf die andere Seite laufen. Also die andere Seite, wo der Arm eben nicht leuchtet. So, wir fahren um. Sind wir auch sicher, wieder zwei weitere Türme.
Gut, jetzt ein bisschen Bewegung bleiben. So, jetzt kommen drei. Die haut er jetzt selbst um. Und auch noch achten auf die Pfeile hier. So, dann mal kurz noch helfen, die Leute wieder zu beleben. Genau, jetzt kommt das hier. So, hier muss man jetzt auch bewegen bleiben. Die fangen jetzt nacheinander runter. Währenddessen gibt es lustige Bodeneffekte und Leute, die markiert werden. Und da fällt der zu Boden. So, für kritische Gefechte gibt es diese Miniaturfedern im ersten Bereich, die man braucht für unsere Waffe. Und für die normalen Gefechte gibt es die Miniaturachse. Da habe ich fast schon die 30 mit den ganzen Fails. Aber gut, das ist erledigt. Das ist, glaube ich, ein einzelnes Duell. Gut, dann können wir im Prinzip jetzt zu unserem Außenposten fahren. Gut, das Scharmützel brauchen wir jetzt nicht mitmachen. Moment, bekommen wir da Frontwissen? Ah ja, genügend. Dann erreichen wir sogar Level 20. So, und da sind wir. Außenposten ist vollkommen einsatzbereit. Auch ein provisorischer Ätheriten haben wir. Ich empfehle dir, dich mit ihm zu harmonisieren, damit du nicht jedes Mal den Weg durch das feindliche Territorium wagen musst. Wir werden die Front weiter nach vorne drücken und mit Hilfe der Energie des Landes die Sairu-2-Barriere erweitern. Der Feind macht uns noch zu schaffen, aber die Soldaten des Widerstandes sind tapfer. Und du bist ja auch noch da. Bald schon werden die Tage der 4. Legion gezählt sein. Alles klar, wir bekommen noch Frontsplitter des Mondlichts, des Wunders und der Brillanz. So, Schlachtfeld wurde erweitert, neue Scharmützel und kritische Gefechte sind bereit und der nächste Auftrag ist mit Widerstandsrang 20 verfügbar und den können wir jetzt abholen. So, einmal hier runter. So, Außenposten, wie heißt der? Subtrick. Aha. Gut, wir können mal eben die Frontsplitter hier begutachten lassen. So, hier gibt es Lichtvorhang. Bei dem gibt es verschollene Rückkehr aus dem Jenseits.
Und hier verschollene Zauberkette und verschollener Meuchelmord. Okay, das hört sich alles sehr interessant an. Gut, dann gucken wir mal. Verschollene Zauberkette. Du kannst Zauber sofort wirken für 30 Sekunden. Bedingung im Kampf gewährt dir Magie-Explosion. Effekt, du erhöhst den Schaden magischer Attacken im Austausch für erhöhte MP-Verbrauch um 45%. Für 30 Sekunden. Zusatzeffekt bei Trank des Priesters. Zusätzlicher MP-Verbrauch wird auf 0 gesenkt und der ausgeteilte Schaden um 100% erhöht. Zusatzeffekt bei Trank des Speers. Dauer von verschollener Zauberkette wird auf 90 Sekunden erhöht. Meine Güte, was für ein heftiger Skill. Verschollener Meuchelmord. Du führst eine physische Nahkampfattacke aus mit dem Wert 350 von hinten. Ziel kann kampfunfähig werden. Je weniger Lebenspunkte das Ziel hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Zusatzeffekt bei Trank der Wolfsleute gewährt dir verschollene Machtfontäne. Dieser erhöht deinen ausgeteilten Schaden um 30% und deine kritische Trefferrate um 40% für 18 Sekunden. Ah ja. So, und was ist das? Verschollene Rückkehr aus dem Jenseits. Du gewährst dir oder dem befreundeten Ziel Rückkehr aus dem Jenseits. Effekt, bei Kampfunfähigkeit 80% Wahrscheinlichkeit auf automatische Wiederbelebung. Für 180 Minuten. Das ist ja cool. Aber naja, 80% ist fast 0% in dem Spiel. So, Lichtvorhang. Du gewährst dir verschollene Reflexion. Diese errichtet eine magische Barriere um dich oder ein Gruppenmitglied, die fast alle magischen Attacken auf den Angreifer reflektiert. Für 10 Sekunden. Oh, wow. Gut, das ist jetzt nicht so der Wahnsinn. So, den kompletten zweiten Bereich, der geht bis nach dort oben, erkunden wir dann erst gleich, später. Habe ich mich echt nicht harmonisiert? Das kann doch nicht wahr sein. Unfassbar, wirklich. Ich habe das vergessen. Na gut. So, dann holen wir uns erst noch den neuen Widerstandsrang. So. Gut, neue Kommandos und mehr Platz für neue Kommandos. So, und die Geschichte geht weiter. Wenn Äther und Emotionen fließen. Der Widerstand will einen neuen Außenposten errichten, aber um die Barriere auszuweiten, mangelt es auch dort an Ätherenergie. Der Standort liegt weit abseits der Ätherströme. Diesmal werden wir zwei Leitstationen installieren müssen, um einen ausreichend großen Ätherfluss zu erzeugen, der die Energie bis zum Außenposten leiten kann. Ich präsentiere die Adaptierten von Leitplank des Widerstands 2 und 3, bis zur Unkenntlichkeit verbessert. Ich markiere die Stellen, an denen sie platziert werden müssen, auf deiner Karte. Es tut mir wirklich leid, dich schon wieder losschicken zu müssen, Theo, aber es geht nicht anders. Viel Erfolg da draußen. So, die befinden sich, ja, in der zweiten Zone logischerweise. So, dann mal los. Westliches Plateau. So, fahren wir erstmal hier entlang. Hier gibt es sogar ein Gefecht. Das wird aber gerade nicht gemacht. Ah, doch, jetzt gerade. Gut, dann machen wir mal eben mit.
Gut, es sah irgendwie aus, als wären da mehr Leute. So, erstmal diese Greifen hier ausschalten. Was will denn dieses Ding von mir? Wurde markiert. Ah, ist nett, aber nee, ich möchte gerade in keiner Gruppe beitreten. So, die Vögel sind tot. Jetzt auf die Pagaga, die allergrößte. So eine ekelhafte Todesmaschine. Gut, also bei so einem Fight brauche ich jetzt nicht viel erklären. Da versucht man einfach auszuweichen und nicht die Aggro zu haben. So, 200.000 Punkte. Und das wird prozentual immer mehr, so umso höher wir unserem Level steigen. Ich hatte schon das Vergnügen mit meinem Privataccount, nenne ich es einfach mal, schon das Max-Level zu haben. So, 25. Und da gibt es für ein Fate einfach mal so 1,2 Millionen Erfahrungspunkte. Das ist richtig übertrieben. So. Aber gut. Erstmal hier das Ding platzieren. Ich höre dich laut und deutlich, Tiro. Ein Moment, ich starte jetzt den Energietransfer. Alle Parameter im grünen Bereich. Sitzt die Ladestation fest im Boden? Ja, ist drin. Ausgezeichnet, dann suche jetzt die nächste Stelle. Aber sei vorsichtig, da draußen treiben sich Galliar herum. Es ist beim Kriegsgebiet gegen die Galliar ziemlich wahrscheinlich, dass sich da Galliar rumtreiben. So, das lasse ich jetzt hier mal, das Fate. Oder dieses Scharmützel, heißt es ja. So, und das ist auch schon das letzte Gebiet der Zone 2. So, und wie man unschwer sich denken kann, ist das dann Zone 3. Gut, jetzt müssen wir erstmal durch die ganzen Viecher hier. Vor diesen Gorillas hier aufpassen, denn die können, wenn es blöd läuft, einen mit zwei Schlägen umbringen. Habe ich leider schon selbst erlebt. So. Ein Kampf. Thank you.
Noch jemand? Anscheinend nicht. Galia, bist du mit ihm fertig geworden? Ach, sonst würde ich jetzt wohl nicht von dir hören. Entschuldigung. Wir bekommen gute Werte von der Leitstation. Sieht bei dir auch alles gut aus? Ja, das Ding ist im Boden. Ausgezeichnet. Dann kehr jetzt ins Lager zurück. Gut, dann... können wir jetzt keine Rückkehr benutzen. Dann fahren wir mal kurz nach dort unten. Und dann geht's auch schon zurück. So, und die nächste Quest gibt es, glaube ich, erst mit Level 21. Dass wir den Außenposten freischalten. Dann gibt es eine mit Level 23 und dann die letzte Quest mit 25. So, man kann aber im Gebiet 2, also hier, Zone 2, kann man auch schon relativ gut farmen. Also sollte es sogar möglich sein, dass ich bis zum nächsten Mal hier Level 25 habe. So, dann erstmal zurück. Was ist denn hier los? Ja. So. Willkommen zurück. Die Sensoren melden, dass sich ein Ätherfluss in Richtung des neuen Außenpostens geformt hat. Jetzt muss der Widerstand nur noch die Umgebung sichern und etwaige Galia verjagen. Bis das geschehen ist, sollte sich genügend Energie angesammelt haben, um die weitere Ausweitung der Barriere ermöglicht zu machen. Gut, ich verabschiede mich dann, Mikoto. Ach ja, der Chef hat mich zu sich bestellt. Ich habe bei meiner Arbeit an der Kristallfokus vielversprechende Daten gesammelt, die ihm dabei helfen könnten, etwas gegen das Luftschiff zu unternehmen. Nachdem er seine Arbeit an Serie 2 vorläufig abgeschlossen hatte, ist Sid nach Doman zurückgekehrt. Ich werde ihm hinterherreisen und ihm die Daten bringen. Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Ich bin ruckzuck wieder hier. Ach, Mikoto, soll ich dem Chef noch was ausrichten? Glaubt nicht, dass er von selbst drauf kommt. Er ist viel zu sehr in seine Arbeit vertieft, um zu merken, dass ihr beide ein super Paar abgeben würdet. Was? Also, Lila, ich bitte dich, ich würde doch... Und er würde doch nie... Also, das ist jetzt wirklich nicht der richtige Ort oder die richtige Zeit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich sagte, es gibt nichts Schlimmeres, als sich später irgendwann vorwerfen zu müssen, dass man jemand seine Gefühle nicht richtig ausgedrückt hat. Denken wir drüber nach, ja? Bis später dann. Bitte tu es so, als hättest du nichts gehört. Unsere Lippen sind versiegelt. Naja, wenigstens kannst du Geheimnisse für dich behalten.
Seit ich auf die Akademie kam, kannte ich nur ein Ziel im Leben, mein Wissen zu erweitern. Aber all das Studium und die Forschung haben mich nicht gelehrt, was es heißt zu leben. Das hat zumindest mein Bruder so gesagt. Sie hat mich oft gescholten und mir geraten, dass ich mehr Zeit mit anderen Studierenden verbringen oder doch wenigstens mal meine Spur verlassen soll. Ich glaube, sie wollte, dass ich jemanden finde, den ich mehr schätze als meine Bücher. Aber das habe ich leider nicht. Sid ist ein bemerkenswerter Mann und wir sind gute Freunde geworden. Wir teilen eine Leidenschaft für die Wissenschaft und nicht mehr. Ich verstehe, welche Last auf ihm liegt. Er hat Schuldgefühle, weil er aus dem Kaiserreich kommt, was sein Vater den Bosia-Vorfall verursacht hat. Das ist mehr, als ein Mann auf seinen Schultern tragen sollte. Deswegen möchte ich alles tun, was ich kann, um ihm zu helfen, als seine Freundin. Ich empfinde nicht mehr und nicht weniger für ihn als für meinen Bruder. Respekt und aufrichtige Bewunderung. So liegen die Dinge, auch wenn das für Lida eine Enttäuschung sein mag. Das ist alles, was ich in dieser Angelegenheit zu sagen habe. Wo kommt der her? Meister Gerold, was machst du denn hier? Die Frage ist, was du hier machst? Solltest du nicht auf dem Weg nach Doma zu deinem Sitz sein? Nun, werd nicht gleich rot. Der Keim der Liebe sprießt ebenso schnell oder so langsam, wie er will. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Sid ist so verlockend wie ein frisch gezappter Humpen und wenn du nicht aufpasst, säuft ihn dir jemand weg. Und, alles fertig? Die Umgestaltung der Aufhängung dauert noch etwas. Ist das dein Ernst? Das Ding wurde doch schon vor Ewigkeiten ausgegraben. Drehen die Techniker den ganzen Tag nur Däumchen oder was? Genug, Leon. Unser Wissen über allergische Artefakte ist begrenzt. Und dieses ist anders als alle anderen, was bisher gefunden wurde. Wenn du jemanden um Geduld bitten musst, dann diese Widerständler. Die klopfen nämlich schon an unserer Tür und es dauert nicht mehr lange, dann haben sie sie niedergerissen. Warum ziehen wir uns nicht eine Weile nach Dalmasca zurück? Die Arbeit kann doch bestimmt auch auf dem Schiff beendet werden. Ein Rückzug? Nach all dem Blut, das wir in Bosia vergossen haben? Nein, wir werden die Fehler unserer Vorgänger nicht wiederholen. Oder hast du vergessen, was in Castrum Meridianum passiert ist? Ich weiß nur, dass dieser Gaius sich wie ein ungehöriges Kind aufgeführt hat, das sein Lieblingsspielzeug verloren hat. Lustig eigentlich, wenn man es sich überlegt. Ich habe die Berichte gelesen und die waren alles andere als lustig, glaub mir. Im Wissen, dass meine Pläne bald scheitern würden, entsandte er als allerletzte Maßnahme eine antiprimäre Kriegsmaschine, um die Eosea zurückzuwerfen. Die Maschine war zu stark und das Castrum wurde zerstört. Was ich daraus gelernt habe, mit allergischen Artefakten ist nicht zu spaßen. Ein Fehler und alles ist verloren. Und warum ist Sisinius dann verschwunden? Das war doch seine Idee, oder? Warum ist er nicht hier und bringt die Sache zu Ende? Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, nämlich uns hier den Rücken freizuhalten. Jetzt, da Messia gescheitert ist, müssen wir diesen lästigen Widerstand aus dem Weg räumen. Wirklich? Das ist meine Aufgabe? Oh, nichts lieber als das. Wird erledigt, Boss. Schön, wenn jemand Feuer und Flamme für seine Arbeit ist. Gut gesprochen. Feuer und Flamme werden bestimmt auch eine Rolle spielen.
Okay. Die haben da anscheinend etwas Großes. Ich behalte den Energietransfer Leitstation im Auge. In der Zwischenzeit hat der Widerstand schon einen Standort für den nächsten Außenposten ausgesucht. Hoffentlich können sie das Gebiet ohne große Verluste sichern. So, der nächste Auftrag Level 22. Okay. Doch nicht 21, aber gut, macht nichts. So, dann haben wir noch drei Schließkassetten. Die holen wir uns noch eben. Wobei, ganz kurz hier Fronterlebnisse, da haben wir ja ein paar doppelt. Moment. Ach stimmt, die Atori haben wir tatsächlich schon mal gelesen. Kann ich die umtauschen? Und die können wir nicht umtauschen, weil wir die noch nicht gelesen haben. Das macht aber nichts. So, mal eben die vier Schließkassetten. Perifolpuppe. Hammeschieber. Prisma, Prisma. Okay, noch zwei neue Pets bekommen sozusagen. Ne, eins. Aber gut. So, dann gehen wir erstmal hier wieder raus. So, und nicht wundern, diese Südfront-Sachen, die Folgen werden immer ein bisschen länger. Das ist aber Absicht, weil es doch immer... Naja, gibt es immer ein bisschen mehr zu tun, sagen wir es mal so. So, ich werde allerdings dann bis... ich das nächste Mal aufnehmen, weil ich werde jetzt noch ein paar Folgen aufnehmen, logischerweise, werde ich dann dazwischen wieder leveln und vielleicht sogar bis Level 25 dann gelevelt haben, dann können wir direkt alle Geschichten bis Ende durchmachen. Also fast Ende. So, aber jetzt erstmal kurz die zwei Sachen. Den Marmeschieber. Der kleine Racker ist noch nicht ausgewachsen, macht aber schon gewaltige Geschäfte. So, wo haben wir den denn? Da. Ein ruchloser Händler versuchte, diesen Welpen als ausgewachsenen Hund einer kleinen Hunderasse zu verkaufen. Für den Betrug kann der Kleine nichts. Man sollte ihm seinen Wachstum also nicht zum Vorwurf machen. Ja, das ist der Kleine hier. Gut, man kann ihn füttern. Dann keine Ahnung, was das sonst so macht. Und das zweite, was wir bekommen haben, ist die Perifolpuppe. Es sind Tischdeko. Um sich gegen die Etikettierung als faules Gemüse zu wehren, hat sich diese Perifolpuppe eine Gabel in den Kopf gesteckt. Genießbar ist sie trotzdem nicht. Okay. Das ist ja... interessant. Gut, wo pflanzen wir die denn hin? Ja, eigentlich kann man sie hier hinpflanzen. So. Ja, das ist die kleine Perifol. Ja, ganz putzig. Gut, ja. Wegen den Fronterlebnissen, die lesen wir dann erst, wenn ich komplett fertig bin, weil die sind doch relativ lang und das dauert wahrscheinlich alleine schon, die zu lesen, 30 Minuten. Aber gut. So, dann, ja, war es das für die Folge jetzt erstmal. In der nächsten Folge geht es dann irgendwo anders weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute! Mein eisiger Zorn, der das Blut in meinen Adern zum Kochen bringt, soll der Brennstoff meines Hasses sein.